Haken auseinandergenommen. Du willst ja wohl heile nach Italien kommen, oder? Aber wir fahren doch erst in 4 Wochen. Ja, bis dahin bin ich hoffentlich fertig. Kann ich dir was helfen? Ja, sieh zu, dass die Kurze mit der Trommelei aufhört. Nicole, hör auf damit. Mann, wann kauft ihr mir endlich ein Schlagzeug? Jetzt fahren wir erstmal in Urlaub, das ist schon teuer genug. Zwei Wochen Strand in Bibione. Ich will kein Sonnenband, ich will ein Schlagzeug. Da musst du eben sparen, genau wie wir. Super Idee, mit meinem Taschengeld brauche ich 40 Jahre. Dann verdiene ich eben was dazu. Womit denn? Ich bin eine Wipper, ich kann nichts. Wenn ich an ihr letztes Zeugnis denke, hat sie recht. Scheiße, sitzt das fest. Scheißkarre! Überraschung! Wo habt ihr den denn her? Gekauft? Ja. Habt ihr im Lotto gewonnen? Ich hab da so ein paar kleine Geschäfte gemacht. Heidi? Wo ist unsere Tochter? Er denkt, man handelt mit Drogen. Man kann gute Geschäfte auch auf ganz legale Weise machen. Und wo ist euer Lieferwagen? Zu Hause. Das ist unser Zweitwagen, nur fürs Wochenende. Dann trinkt ihr jetzt wohl nur noch Champagner, wa? Och, siehste Didi, oh, den haben wir jetzt vergessen. Dann werden wir die Kiste heute Abend erstmal richtig begießen. Dieter Denkelmann, hallo? Ah, Mr. Kimchi. Hallo. Moment. Moment, ich kann Sie nur ganz... Moment. Ja, Mr. Kimchi, ja, ich kann Sie nur ganz schnell... Ich rufe Sie gleich... Scheiße! Oh Gott. Roswitha, ich gehe mal schnell zum Bröter telefonieren, ja? Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte. Möchtest du mal wissen, was das für Geschäfte sind? Ich lieber nicht. Du kennst doch Dieter und seine super Angebote und seine super Ideen. Da ist noch nie was Gutes bei rausgekommen. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Wart's mal ab. Nächste Woche kommt er wieder mit seinem kleinen Bus. Wann baust du denn unseren Wagen mal wieder zusammen? Mit dem hier über den Strand von Bibione pfeffern, ey. Na, Heidi, hast du nicht mal Lust auf eine Spritztour? Dazu muss ich aber ein Kopftuch aufsetzen, ne? Na und? Ist doch schick. Ich fühle mich eh schon den ganzen Tag wie Audrey Hepburn in Ben Hur. Ja, Mr. Kimchi, das klingt doch sehr interessant. Sicher, sicher, aber zu den gleichen Konditionen. Und natürlich genauso profitabel, ne? Natürlich, ja, verstehe, verstehe. Aha, das klingt doch sehr vielversprechend. Oh, gutes Angebot, sehr gut. Tag, Herr Wipper. Ja. Was darf denn sein? Ja. Absolut. Ja. Tor. Das ist eine gute Wahl, ist mein bester Riegel. Was läuft da? Psst. Das ist geschäftlich Ausland. Das geht schon eine ganze Weile so. Ja, wenn der Gewinn so ist wie beim letzten Mal, warum nicht? Ja. Na. Ja, gut. Die meisten mögen das Papier nicht. Moment, das muss ich mir... Moment. Mr. Kimchi, Moment. Was zu schreiben? Moment. Danke. Ja. Neue Lieferung. Ankunft heute. Ja. Soll okay. Aha. Schiff aus Hongkong. Aha. Das ist das erste Mal, dass von meinem Telefon aus nach Hongkong telefoniert wird. Das Schiff, Bröter. Das Schiff kommt aus Hongkong. Moment. Könnt ihr mal ein bisschen leiser sein, ja? Bröter quatscht dauernd dazwischen. Ja, ja. Das stimmt doch gar nicht. Herr Wipper hat gesagt, dass das Schiff... Ist ja gut. Mr. Kimchi, Entschuldigung, ja. Also für mich wäre das Geschäft perfekt. Joi. Bröter. Ja. Abgemacht. Wiederhören. Zahlen tue ich dann beim nächsten Mal, ne? Das muss da drauf. Danke. Tschüss. Der Dieter Denkelmann, der kommt noch mal ganz groß raus. Naja. Dank Frau Dietrich. Soll ich mal mit ihrem Hannibal Gassi gehen? Machen 20 Mark. Sie sind also einverstanden. Was meinen Sie? Ach, eine ganze Stunde lang. 40 Mark. Plus 5 Mark Trinkgeld. Danke, Frau Dietrich. Was sind das für Geschäfte mit diesem Chimping? Kimchi. Was? Der heißt Kimchi. Hallo, Nicole. Hi, Papst, Herr Dieter. Sag mal,
Ist das nicht der Hund von der Dietrich? Für den Gassi bringt 45 Mark. Cool, ne? Ja, cool. Hm. Komm, Hannibal. Vergiss es, der läuft nur für Eierlikör. Und du nur für Pilz. Komm. Du bist ja ganz schön geschäftstüchtig. Ja, hat sie von mir. Also, was ist das mit deinem Chinesen, hä? Papa, wie wär's denn später mal deinen Wagen wasche? Ja, mach das. Gute Idee. Also, Dieter, hä? 40 Mark? Bist du bekloppt? Dafür kann ich ihn fast neu spritzen lassen. Das soll Geld verdienen. Na, beute gefälligst an raus. Geh rüber zu Kowalke, der Typ ist Beamter. Der zahlt keine Steuern. Dafür schlägt er Kinder. Jo, schlag zurück. Dieter? Dieter! Kannst du denn mit dem Wagen überhaupt umgehen? Der ist ganz einfach zu bedienen. Der hat sogar in jedem Rad einen Motor, hat Didi gesagt. So, hier. Jetzt sehen wir aus wie das doppelte Lottchen. Na, dann mal los, Lottchen. Ja. Hat er auch einen Vorwärtsgang? Also ich fahre am liebsten rückwärts. Da bläst einem der Wind nicht so ins Gesicht. Hajo, ich muss aufs Klo. So kommst du mir nicht weg, Dinkelmann. Hajo, jetzt mal ganz grundsätzlich. Roswitha! Ja, Roswitha, da hast du ja so gut überlegt. Wir machen eine kleine Spritztür ins Grüne. Didi, hilf mit der alten Schranke. Tschüss. Ja, dann sag mal. Ja, wie sind wir los? Da können wir in Ruhe mal reden, ne? Ganz schön was los hier heute. Oh, Dieter, meine Güte, stell dich nicht so an. Ich lass dich erst wieder raus, wenn du mir die Geschichte von deinem Chinesen erzählst. Keine Chance. Da war ich schon in der Schule immer der Stärkste. Servus, Dietrich. Während Sie geschlafen haben, ist mir was ganz Dummes passiert. Mir ist nämlich der Hannibal abgehauen. Ich wollte ihn ja suchen. Ach, ich krieg auch Finderlohn. Okay. Hallo, ich würde jetzt gerne mal von diesem Klo runter. Sagen wir mal, ich wäre zur Hälfte an einem Geschäft beteiligt. Aber du hast überhaupt keine Ahnung von so einem Geschäft. Dafür habe ich dich ja. Ich investiere nur. Komm, jetzt lass mich endlich hier raus. Was ist denn, wenn es diesmal überhaupt keinen Gewinn gibt? Hä? Hör doch auf. Ich habe doch deinen Wagen gesehen. Du willst alles für dich behalten. Hä? Und nächstes Wochenende kommst du mit dem Rolls-Royce an. Komm mal, das hier ist kein Spiel. Hier geht's um Risikogeschäfte. Ich will dich da nicht in was reinziehen. Weil Geld dir wichtiger ist als Freundschaft, ha? Quatsch, andersrum. Weil Freundschaft dir weniger wert ist als Geld? Genau. Mach. Hast du meinen Öffner noch dabei? Mhm. Moment. Ja, wieso? Lies vor, was draufsteht. Eifelbräu schmeckt. Quatsch, die Rückseite. Echte Freunde stehen zusammen. Wir haben immer zusammengehalten. Aber jetzt, wo du Erfolg hast, da kennst du mich nicht mehr. So sieht's aus. Okay, ja, du hast mich. 50-50? Einverstanden. Aber wenn's schief geht, dann tragen wir beide die Konsequenzen. 50-50. Ehrensache. Und du besorgst mir so einen Wagen und ein Handy, ne? Was ist denn los? Na komm, sag nichts, Papa. Du willst Geld, stimmt's? Was? Nee, nee. Dein Wort reicht mir. Nee. Klare Verhältnisse, Dieter. Kein Schmuh. Wie hoch ist mein Anteil? Naja, 50% von 10.000 sind 5.000. Nimmst du einen Scheck? Stell ich dir gleich einen aus. Ich möchte nicht, dass Heidi davon was mitkriegt. Das soll eine Überraschung werden. Oh Gott. Wo wart ihr denn den ganzen Tag? Wir sind in der Kiesgrube eine kleine Rallye gefahren. Ja, so sieht die Karre auch aus. Ja. Wirklich klasse, was man mit dem Wagen alles machen kann. Der hält sogar Roswitha aus. Ja, ist doch ein Geländewagen für ein kurvenreiches Gelände. Sag mal, habt ihr getrunken? Heidi nicht, die ist gefahren. Und deswegen hat Roswitha für mich mitgetrunken. Mhm. Und Tisch und Klack und weg. Und dann waren wir noch im Reisebüro. Hajo,
Die bieten hier noch Tagestouren nach Rom, Florenz und Venedig an. Venedig sogar mit Gondelfahrt. Ja, klasse, das machen wir. Ja, nur was? Rom, Florenz und Venedig. Na, alles zusammen. Weißt du, was das kostet? Egal, Hauptsache wird schön. Das sind bestimmt noch mal 2000 Mark extra. Ja und? Man lebt nur einmal. Du bist doch sonst nicht so großzügig. Komm mal her. Komm mal her. Was denn? Guck mich mal an. Wieso, was ist denn? Ich warte. Du kannst einem jeden Spaß versauen. Sollte eine Überraschung werden. Das habe ich befürchtet. Was ist es? Ja, wisst ihr, jetzt sage ich es ja keine Überraschung mehr. Mein Lieber, ich habe gelernt, dass es besser für mich ist. Na gut. Du hast es nicht anders gewollt. Halt dich fest, mein Engel. Dieter hat ein großes Geschäft am Laufen und ich steig mit ein. Du machst mit Dieter Geschäfte? Die Sache ist eine echte Goldgrube. Und warum macht Dieter das Geschäft dann nicht allein? Weil er meine Unterstützung braucht. Ich lasse meinen besten Freund nicht hängen. Wie viel? Er ist nur so eine Art Startkapital. Hajo, wie viel? Wir kriegen das Dreifache wieder raus. Das Dreifache von was? 5000. 5000 Mark? Das ist unser ganzes Urlaubsgeld. Dafür haben wir ein ganzes Jahr gespart. Dieter macht die Sache schon zum zweiten Mal. Das Geschäft ist todsicher. Unser ganzes Urlaubsgeld. Für was? Wie? Für ein Kaufgeschäft. Schön. Aber was habt ihr gekauft? Moment, warte mal. Dieter! Nochmal, was haben wir gekauft? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Ja, ich habe 5000 Mark bezahlt für keine Ahnung? Jetzt beruhig dich doch. Das Geschäft ist solide. Man kauft Waren aus einem havarierten Container. Äußerst günstig. Und den Inhalt erfährt man dann später. Ja. Genau, wie bei einer Wundertüte. Ja, ja, so ungefähr. Und was war beim ersten Mal drin? Bitte? Was? Ja, hier. Zwei von diesen Kartons, 2000 Computerspiele. Ja. Ja. Und diese Container, die stehen wo? Ja, in Rotterdam, im Hafen. Rotterdam, alles klar. Wann fahren wir? Ja, das ist nicht nötig. Der Kim Shi, der schickt einen Kurier. Ich sag dir, der Mann hat Goldfinger, der weiß, ob da was Gutes drin ist. Da ist was Gutes drin. Das letzte Mal waren es 2000 Computerspiele. Von mir aus können es auch 2000 Diamanten sein. Dann kaufe ich dir eine Villa in Rom. Ich will keine Villa. Was willst du denn? Begreifst du das wirklich nicht? Heidi, bitte. Nix mehr mit Heidi, bitte. Nix mehr mit liebe Heidi, gute Heidi. Jetzt wirst du mich kennenlernen. Wenn du hinter meinem Rücken unseren Urlaub für irgendein Scheißgeschäft aufs Spiel setzt, dann ist Schluss. Ich bin's ein für alle mal satt. Sei doch nicht so laut. Ich will aber laut sein. Aber du weißt doch gar nicht, worum es geht. Ich bin zwar blond, aber nicht blöd. Ich weiß genau, worum es geht. Und ich würde keine 5000 Mark ausgeben, ohne zu wissen, was ich eigentlich kaufe. Aber eins weiß ich sicher, wo du heute Nacht schläfst. Guten Morgen, ich habe den Kakao gemacht. Es tut mir so leid, dass ihr euch gestritten habt. Ah. Heidi beruhigt sich schon wieder. Vielleicht könnt ihr das Geschäft ja wieder rückgängig machen. Frag Didi doch mal. Was soll er mich fragen? Ist die Ladung schon da? Ja, Geduld, Geduld. Ich bin schon dabei, ein bisschen Platz zu schaffen. Mhm. Er kann schon gar nicht mehr abwarten. Na, jo. Habt ihr Heidi schon gesehen? Weißt du was? Ich gehe mal zu Heidi und erkläre das. Die kennt sich ja gar nicht aus mit Geschäften und so. Mhm. Wie bei Wundertüten? Wie bei Wundertüten. Und wenn man Glück hat, dann ist da eben was ganz, ganz Tolles drin. Ach, darum geht's doch gar nicht. Der kann doch nicht einfach unsere Urlaubskasse auf den Kopf hauen, hinter meinem Rücken. Hai wollte bestimmt nur eine Freude machen. Der? Der kann nur nicht sehen, wenn andere Kinder mit einem größeren Auto spielen als er. Du meinst den Geländewagen? Das habe ich auch nicht gewusst. Der ist nur geliehen, nur fürs Wochenende. Da hat der Hajo aber nichts von erzählt. Naja, weiß ja, wie dir die ist. Einmal im Leben, da möchte er eben auch so richtig doll Erfolg haben. Männer. Was soll das heißen, auf der A3 ist kein Stau? Da muss einer sein. Wir erwarten eine wichtige Lieferung aus Rotterdam. Wissen Sie, was das für unsere Firma bedeutet? Arschloch. Sitzen am Telefon, machen Sie einen schönen Tag. Aber Papa, wenn der ADAC nun mal keine Staumeldung hat? Dann soll er Radio hören, da sagen Sie es doch ständig durch. Kein Wunder, dass mit unserer Wirtschaft den Bach runtergeht. Wie machen wir das Ding aus? Oh! Halt, 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 halt! Mann! Wann habe ich auf Sie gewartet? Zeit ist Geld! Sind Sie Herr Denkelmann? Ja!
Haben Sie die Ladung hinten drauf? Jo. Erstmal kriege ich hier von Ihnen eine Unterschrift. Unterschrift? Ja, ist üblich bei dieser Sendung. Klar, weiß ich auch. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Denkelmann. Herr Wipper, LKWs sind hier auf dem Platz nicht erlaubt. Herr Wippe? Ich bin der Geschäftspartner von Herrn Denkelmann. Sein Anwalt, Wipper mein Name. Ja, hier steht aber nichts von Wippe. Ich kann bezeugen, dass er Herr Wipper ist. Wenn Sie mal was am Auto haben, Herr Wipper ist der beste Kfz-Mechaniker, den ich kenne. Anwalt, ne? Schwabmann. Dieter! Aber der Wagen muss gleich vom Platz. Der Wagen kommt ja vom Platz. Wir müssen aber erst die Lieferung auspacken. Ja. Denkelmann, mein Name. Ich hol schnell meinen Ausweis. Moment. So. Wo muss ich unterschreiben? Ja, Ihr Anwalt hat schon unterschrieben. Ah, was? Ach so, ja, mein Anwalt. Dann kann Ihnen mein Anwalt ja auch das Trinkgeld geben. Das ist ja noch an. Dankeschön. Ich habe aber nur 20 Mark. Das reicht. Vielen Dank, Herr Anwalt. Und Hajo, nervös? Komm, mach auf. Der feierliche Moment, Partner. Morgen, Männer! Kerfite, kannst du nicht anklopfen, was willst du? Hast du gesehen, wie deine Tochter meine Hecke geschnitten hat? Echtes Talent, die Kleine. Kein Wunder bei dem Vater. Und jetzt hau ab. Ist gut. Tschüss, bis die Tage, wollt. Mach gut. Tschüss. Ja, tschüss. Ach, Kerl. Ja, mach doch mal hin. Aber vorsichtig, ja? Ja, klar. Warum ist es auch so verklebt? Da ist bestimmt was ganz Wertvolles drin. Deswegen. Ja, was Wertvolles. Vorsicht. Hey, jetzt ein Brief. Und was kriegen wir? Ja, warte doch mal. Hallo, Herr Denkelmann. Hier ist die Cargoliste. Diesmal ist es, Was? Ja, den Teil hast du zerrissen. Auf jeden Fall gratuliert uns Mr. Kimchi. Ja, wozu? Ja, Moment, warte mal. Ach, hier. Hier ist die Liste. Moment. Cargo Nummer 11. Ja. Container 57A. Ja. Freit. 1 Million... Funi Umbrellas. Funi Umbrellas? 1 Million. 1 Million! Eine Million! Funi Umbrellas. Was ist das? Lustige Schirmchen. Ach! Ein ganzer Karton voller dämlicher kleiner Papierschirmchen? Einer? Ich hab dir das doch immer gesagt. Hier geht's um Risikogeschäfte. Hajo, es geht doch allen Geschäftsleuten so. Ja, aber die sitzen wenigstens in den Hochhäusern, von denen sie sich runterstürzen können. Mann, 5000 Mark. Warte mal, wenn ich die zu Hunderten abpacke? Dann musst du 10.000 Stück verkaufen, bevor wir das Gelump los sind. Stimmt, dauert zu lange, ne? Naja, aber wenn in einer Packung 10.000 Stück drin sind? Ja, klar. Dann könnten wir es an einem Nachmittag loswerden. Mann! Die ganze Urlaubskasse durch den Kamin. Wir haben Post bekommen. Na, großer Geschäftsmann? Spar dir deine Kräfte für die Überstunden. Uns fehlen 5.000 Mark. Mama, Papa, rate mal, wie viel ich gestern verdient habe. Zu wenig, garantiert zu wenig. Ihr werdet es nicht glauben. 100 Mark. Na toll. Fehlen nur noch 4.900. Wovon redest du? Dein Vater macht gerade Bilanz in der Urlaubskasse. Ist das alles, was in der Wundertüte war? Ja, Schatz. Das ist alles. Du kannst dir ja schon mal überlegen, wie man aus diesen lustigen Schirmchen Geld macht. Didi? Ja, Schatz? Glaubst du nicht, dass das Hajo friert da draußen im Zelt? Was? Ach was, der friert schon nicht. Es ist so eine warme Nacht draußen. Also ich würde frieren so allein. Ja. Soll ich ihm eine Decke bringen oder was? Und das alles nur wegen dieser blöden Wundertüten. Mann, ich hab den Hajo doch extra vorher gewarnt. Puffelchen mehr konnte ich doch nicht tun, oder? Heidi friert bestimmt auch. Roswitha, bitte.
will nicht, dass meine Freunde frieren. Naja. Was ist denn los? Ich war gerade dabei, einzuschlafen. Ja, weißt du, Roswitha wollte mit dir sprechen und sie meint, du frierst. Ich dachte, du frierst vielleicht. Ja. Ach Quatsch, ich friere doch nicht. Siehst du, Roswitha meinte wegen der Wundertüte, wegen der... Naja, eurem Geschäft. Können wir nicht über was anderes reden? Weißt du, früher, als ich mir am Bütchen immer so Wundertüten gekauft habe, da habe ich mir immer gewünscht, dass da so ein kleines blaues Kamel drin ist. Was? Ja, meine Freundin Margot hatte so eins und ich wollte das auch haben. Und? Naja, und irgendwann habe ich mir zwei so Tüten gekauft, aber da waren wieder nur so blöde Gummisoldaten drin. Püffeln, das ist ja richtig traurig. Ja, das hat der Mann vom Bütchen auch gedacht und dann hat er die Tüten wieder zurückgenommen und mir das Geld wiedergegeben. Ach so, ja, und da dachten wir, also, da dachte ich, bitteschön. Was soll das? Wegen Urlaub. Na, und wegen Heidi. Ja, die blöden Schirmchen, die kriege ich schon irgendwie los. Das ist echt nett. Ach, aber das bringt nichts. Danke. Ja, aber dann ist doch mit Heidi alles wieder in Ordnung. Hm? Das zieht bei Heidi nicht. Aber ist echt nett, danke. Hm. Gute Nacht. Ich hab's versucht. Didi, es war richtig süß von dir. Aus mir wird nie ein richtiger Geschäftsmann. Dafür wirst du was viel Besseres, ein richtiger Freund. Was ist eigentlich aus dem Kamel geworden? Meine Freundin hat mich angeschwindelt. Dieses blaue Kamel, das gab's gar nicht in den Wundertüten. Tja, Hajo, wie bei uns. Tja, nur hier bin ich das Kamel. Gute Nacht. Okay, ich hab Scheiße gebaut. Okay, ich hab große Scheiße gebaut. Ja, du kannst mich doch hier nicht so stehen lassen. Der gehört dahin. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Und unser Urlaub? Da hätte ich eine Idee, aber du musst mir helfen. Sì, Piccolo Ombrello für Eisbecher, Eisbecher. Gelati. Ja. Was? Wie? Der sagt irgendwas von Dieci Miller. Dieci Mille, 10.000. Wissen Sie was? Ich verbinde mich mal mit meiner Chefin. Einen Moment bitte. Bitte warten Sie. Ja, Signore Marcuzzi? Sie? Was, 10.000 Stück nur? Hörte mal, das ist ein einmaliges Sonderangebot. Ja. Ja. Und bei 50.000 gebe ich Ihnen sogar noch einen Zusatzrabatt. Sie. Mille grazie. Und zisch und klack. Und... Hallo, Dieter, Einsatz! 50.000 Stück für Eisdiele Marcuzzi! Los, beeilt euch! Scheiße.